Hallo, willkommen auf meinem Kanal Falter Vanlife. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter in Spanien auf die nächsten Etappen Richtung Norden. Aber kommt mit, nach dem Intro geht's weiter. Nach einer Nacht hier in Roquetas de Mar fahren wir weiter, weil wir haben erfahren, dass hier zwischen 18 und 24 Uhr die Polizei in Zivil rumfährt, alle Nummernschilder fotografiert und das Knöllchen zwischen 200 und 500 Euro nach Hause schickt. Das ist wohl, so vermute ich, erst ab der zweiten Nacht, hoffe ich zumindest. Und wir werden jetzt zum Terrace Camper Park weiterfahren. Da kostet die Übernachtung 7 Euro und da werden wir dann jetzt dann ein paar Tage bleiben. Oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie der Lothar das macht. Lothar fährt jetzt mit, der Dieter ist, hat sich ja gestern oder auch, trifft sich heute mit einem Freund irgendwo in der Nähe von Malaga und vielleicht kommt er dann auch dahin, aber das schauen wir dann mal. Alles weitere später. Mein Gott, das mare Plastiko. Alles hier voll Plastikfeldern. Schön ist anders. Ah, wir fahren jetzt hier hintereinander. Lothar hat das in sein Navi eingegeben, diesen Terray Camper Park. Ungefähr 200 Kilometer nördlich von Roquetas de Mar. Hier fahren wir direkt am Meer entlang. Also voraus sieht es ja gar nicht so toll aus. In den Bergen hier hängen dick die Wolken. Ist ganz duster. Zwischendurch tröpfelt es hier auch mal ein bisschen. Und naja, mal schauen, wie das Wetter da ist, wo wir hinwollen. Schönen guten Morgen hier von der Terrace Camper Park in der Nähe der Schlangenbucht. Wir sind gestern hier angekommen und hier hingefahren und nicht zur Schlangenbucht, weil die Schlangenbucht ist sehr voll und außerdem ist die Fähr- und Entsorgung da nicht so toll und hier soll es viel besser sein. Er hatte, ich glaube, ich weiß, irgendjemand anders schon mal berichtet. Ich werde jetzt hier noch zwei Tage bleiben, aber der Lothar fährt heute schon weiter, weil der hat einen Termin oder soll möglichst schnell bei seinem Elektrohändler sein. Da will er doch Solar drauf machen lassen und ich glaube noch irgendwie Lithium erweitern. Er wird jetzt gleich wieder losfahren. Ich bleibe hier noch zwei Tage, wie gesagt, und werde Videos schneiden. Hier ist gerade ein Camper aufgeladen worden, der anscheinend defekt ist. Blöderweise. Und wie gesagt, Lothar fährt jetzt gleich los.
Wir haben im Moment, haben wir hier 17, nee, Quatsch, 16 Grad, glaube ich, oder 15 Grad und so gemischte Bewölkung. Nachts ist so 11, 12 Grad. Also braucht man nicht unbedingt nachts zu heizen. So, hier nun eine kurze Vorstellung von dem Tarais Camperpark. Der liegt ungefähr 10 Kilometer südlich der bekannten Schlangenbucht, wo viele YouTuber ja auch schon gewesen sind und vorgestellt haben. Und hier, der heißt Tarais Camperpark. Die Fähr- und Entsorgung soll hier viel besser sein als an der Schlangenbucht. Also hier kommt man an und dann fährt man hier links rein. Die Einfahrt, manche Navis wollen weiterfahren und dass man dann hinten umdreht und von der anderen Seite kommt, was aber totaler Blödsinn ist, weil das ist gar keine geteilte Straße, sondern das ist eine ganz normale Straße. Und wenn man hier reinkommt, hört man direkt von diesem Mercedes empfangen. Dort sitzt der Betreiber des Platzes, ein sehr netter Herr, der einen dann, ja, einem gleich sagt, wo man sich hinstellen kann, oder man sucht selber aus und zahlt dann auch gleich für die Zeit, die man hier bleiben will. Und ja, zeige ich euch jetzt mal ein bisschen mehr von dem Platz. Hier stehen in der ersten Reihe zum leider hier ein Zaun, aber da ist dann das Meer. Und reichlich Plätze sind hier vorhanden. Es gibt quasi so gedacht drei Reihen, eine hintere Reihe, eine mittlere, wo ich jetzt im Moment stehe, und eine vordere Reihe mit direktem Blick zum Meer, wobei die Zäune da noch zwischen sind. Hier ist dann die Fähr- und Entsorgung. Sehr groß der Platz zum Entsorgen, sodass man da auch mit einem Liner gut drauf kommt. Hier der Bodeneinlass für das Grauwasser. Dann hier der Wasseranschluss für das Trinkwasser. Kostet 10 Liter 10 Cent bis 100 Liter 1 Euro. So, man macht das auf, wirft dann das Geld da rein und dann Wassermarsch. Hier auf der anderen Seite, schön getrennt davon, von dem Frischwasser, ist die Klappe für die Toilettenentsorgung und der Hahn für die Toilette, um die Toilette zu spülen. Auf mehreren Sprachen ein bisschen Anweisungen. Das Grundstück muss sauber sein, nicht Mist oder Flüssigkeit abwerfen. Schön. Und bis 12 Uhr den Platz verlassen. Man kann sogar Generatoren anmachen. Zwischen 18:30 und 20 Uhr ist das erlaubt. Notfälle ist die deutsche 112. Ich glaube, die ist inzwischen auch international. Und Hunde müssen angeleint sein. Ja, soweit dann nochmal hier. Ich gehe jetzt mal kurz zum Meer zu gucken. So, hier ist dann der Strand, wobei es kein richtiger Strand ist, sondern so ein, ja, Kiesstrand. Hier haben wir bis unten zum Meer. Hier ist die nächste Bucht und die Hügelkette, Bergkette. Da hinten, wo die Häuser aufhören, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann, da müsste dann die Schlangenbucht sein, also bevor es um die nächste Biegung der Bucht geht. So. Hier, Steinchen im Schuh. Ja, das ist der Nachteil von diesen Crocs und Kies. So, hier sind wir jetzt unten am Wasser. So, von der Aussicht her sehr schön. Da sieht man dann noch den Zipfel von dem nächsten Ort. Der ist so
ja, so 800 Meter entfernt vom Platz. Also man kann ganz gut hinlaufen, da gibt es Restaurants, einen kleinen Supermarkt. Insofern. Und hier nochmal zurück, Blick auf den Stellplatz, der nicht direkt an der Straße liegt, sondern dazwischen ist dieses eingezäunte Gebiet, wofür immer das auch gedacht ist. Aber im Moment sehe ich gerade wieder, kriegen wir wieder Bewölkung. Die kommt von den Bergen runter und ich hoffe nicht, dass es gleich anfängt zu regnen. Gehen wir mal schnell zurück zum Van. So, ich hatte ja gestern hier in der Mitte nur einen Platz ergattert, weil vorne alles voll war. Aber da ist ein Platz frei geworden, habe ich gerade gesehen. Und da werde ich jetzt vorziehen. Da kommt Dieter. Hi, geschafft? Hi. Du warst auch hier drauf, oder? Was kostet das? 7 Euro. Am Tag? Ja, klar, am Tag. Ja. Wo ist da noch was, wo nichts kostet? Gibt's nicht. Darfst du hier überall ja nicht. Uns haben sie informiert in Roquetas, dass die Polizei in Zivil rumfährt, die Nummernschilder fotografiert und dann kriegst du die Knolle nach Hause. So, jetzt geht es weiter hier vom Taray Camper Park bei Mazaron Richtung Valencia, wo ich mir gerne mal die futuristischen Wissenschaftsgebäude anschauen will. Hier war es sehr schön ruhig. Die Fähr- und Entsorgung ist auch sehr sauber und gut geregelt hier. Riecht nichts. Und ich fahre jetzt im Moment am Meer entlang, aber gleich weiter ins Landesinnere. So, ich habe jetzt hier einen Parkplatz gekriegt in Valencia. Auf einem großen Parkplatz, da stehen schon ein paar Wohnmobile. Hier steht einer anscheinend ein bisschen länger. Und werde jetzt mal Richtung Wissenschaftsgebäude laufen. Hier stehen eine ganze Reihe Bäume ohne kleine Äste. Und die schlagen noch nicht mal aus. Ich weiß nicht, ob die tot sind und die einfach nur so stehen lassen oder was das zu bedeuten hat. Ich vermute mal, dass das obere Schild darauf hinweist, wo ich hin will. Also das Gebiet der Kunst und Wissenschaft. Hier kann man dann reingehen in diesen Palmengarten.
Hier sind anscheinend Papageien drin. In den Bäumen. Wie sich das so anhört. Papageien in den Seitenstreben. Haben die ihre Nester? Ah, da wird gerade gebaut. Am Nest. Weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Gibt es sehr viele wissenschaftliche Sonnenexperimente bzw. Darstellungen. Leider schon ordentlich abgekratzt. Sonnenstand auf den verschiedenen Punkten der Erde. Gäbe es in Deutschland auch nicht, dass man auf so einem See, an so einem Wissenschaftszentrum dann auch noch Boot fahren kann. Der andere See wird von Möwen besucht, wo man nicht Boot fahren kann. Das hinten übrigens, das große, hohe, ist das größte Konzertgebäude der Welt mit, soweit ich das eben mitgekriegt habe, 4 Sälen. Zwischen 400 und 1600 Plätze. Wahnsinn, deswegen ist das auch so hoch. Wieder auffällt, ist, die Ampeln hier scheinen oft nur Empfehlungen zu sein. So, waren doch beeindruckend die Gebäude hier im in dem Bezirk der Wissenschaft und Kunst. So, jetzt geht's weiter und zwar ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Valencia auf den Campingplatz. Da ist der Lothar schon und wartet auf mich und ich werde da auch die kommende Nacht verbringen. Mal richtig ausgiebig duschen und kommt einfach mit.
Soweit mein Video für heute. Im nächsten Video seht ihr dann eine Platzvorstellung von diesem Campingplatz, auf dem ich gelandet bin. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, wäre es schön, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ich habe gesehen, über 60% meiner Zuschauer haben kein Abo. Und mir helfen diese Abos weiter. Also lasst bitte ein Abo da, wäre schön. Ich sag dann für heute, tschüss, euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss.